Herzlich willkommen. Ich bin heute am Tag der Informatik-Fachdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Und nachdem hier einen Tag lang ganz viele Lehrerinnen und Lehrer zusammenkommen, um sich über das Thema digitale Lernräume zu unterhalten und weiterzubilden, habe ich mir gedacht, ich gehe mal auf die Suche nach Kolleginnen und Kollegen, die sich vor die Kamera trauen und mir aus ihrer Praxis ein paar Beispiele erzählen, wie sie denn digitale Lernräume einrichten und im Unterricht einsetzen. So, ich bin jetzt hier mit Gerald Geier, Informatik- und Mathematiklehrer am Gymnasium in Hartberg. Und Gerald, wie setzt du denn jetzt digitale Lernumgebungen bei dir in der Schule, in der Praxis ein? Warum machst du das überhaupt und was machst du? Ja, also bei mir ist es so, dass ich begonnen habe mit einer iPad-Klasse, also Tablet-Klasse, es muss nicht zwingend ein iPad sein, funktioniert aber sehr gut damit. Und ich habe deswegen begonnen, weil wir, speziell im Mathematikunterricht, habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wir nur mit dem Taschenrechner-Einsatz zwar ein Hilfsmittel, ein digitales haben, aber das wirklich abgeschlossen ist, mehr oder weniger. Du kannst das schon in mehreren Fächern verwenden, aber es ist jetzt nicht so multifunktionell einsetzbar. Mhm. Und mit dem Tablet habe ich dann schon die Geschichte gesehen, ich habe einen Taschenrechner, wir haben da eine eigene App dafür. Wir haben zusätzlich aber die Möglichkeiten, das in allen Fächern einzusetzen und nicht nur in der Schule, sondern darüber hinaus auch zu Hause. Und das habe ich also als sehr großen Vorteil gesehen. Und wie haben die Schülerinnen und Schüler da jetzt eigentlich darauf reagiert? Ja, am Anfang waren sie immer ein bisschen überrascht, weil wir die erste Klasse in unserem Schulstandort waren, die also mit den Tablets begonnen hat. War so, wir bekommen iPads. Natürlich war zuerst der Gedanke so irgendwie, iPad und dann ist das mein Gerät und spielen und was weiß ich was. Natürlich kommen solche Gedanken. Es war dann aber schon, glaube ich, eine gute Einführung auch dahingehend, dass es wirklich ein Arbeitsgerät sein soll. Natürlich habe ich Funktionen drüber hinaus, aber es war hauptsächlich ein Arbeitsgerät. Und die Motivation war dann am Anfang doch recht hoch und auch jetzt ist es schon zunehmend so, dass sie gerne damit arbeiten und ich habe auch das Gefühl, dass zum Beispiel so Kleinigkeiten wie, dass sie ein digitales Schulbuch haben oder theoretisch zur Verfügung hätten und das mittlerweile viele nutzen, schon eine Sache, die ihnen gefällt und sie dann nicht mehr so verschleppen müssen. Also das ist durchaus ein sehr positiver Punkt auch dabei. Ja. Gab es was Negatives auch? Naja, wie bei allem gibt es natürlich auch Punkte, die jetzt nicht ganz so hundertprozentig optimal dabei sind und in dem Fall ist es natürlich sicher so ein bisschen das Rahmen und Grenzen setzen. Es ist natürlich so, und das habe ich auch von Kolleginnen und Kollegen manchmal gehört, ja, dann vergraben sie sich hinter den iPads und kein Mensch weiß, was sie machen. Das ist natürlich ein Punkt, der mitkommt mit dem Ganzen und ja, es wird sicher auch passieren und da nehme ich mich selbst auch gar nicht aus, dass man es einmal nicht mitbekommt, wenn sie eben andere Sachen machen. Auf der anderen Seite denke ich mir, wir haben sehr, sehr viele positive Aspekte, die sich daraus ergeben und wenn das System ein bisschen eingespielt ist und wenn sie auch wissen, dass sie das Gerät wirklich für die Arbeit einsetzen sollten und ich habe das Gefühl, dass das zumindest bei uns, bei vielen so ist, dass es dann schon gut funktioniert. Ich glaube aber trotzdem, dass es bei diesem Einsatz schon wichtig ist, auch im Schulbereich klare Rahmenbedingungen zu setzen, klar auch vielleicht so eine Art Konsequenzenkatalog zu haben, um schon die Richtung vorzugeben. Ja. Ich bin sonst eigentlich schon ein Freund von eher freien Lösungen, aber ich glaube, dass es hier schon wichtig ist, dass man irgendwie klare Rahmenbedingungen hat und auf Basis von denen dann auch operiert. Somit ist für alle klar, wie es funktioniert und man kann wirklich den positiven Aspekten quasi sich widmen und die dann ausnutzen zur Unterstützung eben des Unterrichts. Jetzt habe ich den Benedikt Neuhold bei mir. Er ist auch Mathematik- und Informatiklehrer am Gymnasium in Hartberg. Wo kommen denn bei dir jetzt digitale Lernumgebungen im Unterricht zum Einsatz? Also bei mir ist es so, hauptsächlich in Mathematik, dass wir anstatt des Tafelbildes verwende ich eben OneNote. Das heißt, ich habe da mein Tablet und ich schreibe anstatt auf der Tafel auf dem Tablet und das wird über den Beamer dann quasi für die Schüler eben zugänglich. Der Vorteil, was da einfach ist, es ist einfach für die Schüler besser lesbar und zusätzlich wird es automatisch in die Cloud einfach reingespeichert und die Schüler können über dieses OneNote Class Notebook einfach darauf zugreifen. Wenn sie krank sind, haben sie meine Mitschriften und das ist einfach eine super tolle Sache. Man kann YouTube-Videos einbetten, man kann sonst GeoGebra-Applets einfach direkt drinnen haben, man muss da nicht irgendwie unterbrechen und das Programm switchen. Also das ist eigentlich eine sehr tolle Gelegenheit. Das wäre das Erste. Und das Zweite, ich verwende sehr stark Flipped Classroom auch in meinen ganzen Klassen und da hauptsächlich mit H5B und Moodle. Das heißt einfach, ich erstelle ein Lernvideo zu irgendeinem Thema. Die Schüler schauen sich das Video dann an und mit der Software H5B kann ich direkt in dieses Video dann Fragen einbauen und diese Fragen müssen die Schüler dann beantworten. Welche Rückmeldungen kommen da von den Schülerinnen und Schülern? Also ich muss sagen, das kommt eigentlich sehr, sehr gut an. Ich habe jetzt den Fall, dass ich
zurzeit eher weniger Zeit habe, diese Videos zu erstellen. Und es ist so, dass die Schüler eigentlich schon fragen, Herr Professor, wann kommt denn jetzt das nächste Video? Und es ist eigentlich eine sehr tolle Rückmeldung und ich sehe auch automatisch, wer hat sich das Video angeschaut. Und da ist es eigentlich so, dass wirklich alle sich das Video meistens anschauen. Und das ist bei der Aufgabe nicht immer so, aber bei dem Video haut das eigentlich perfekt hin. Und der Vorteil ist halt der, dass man wirklich in der Stunde dann Zeit hat, individuell auf die Schüler einzugehen. Da kriegen sie meistens die Übungsaufgaben, wird es noch einmal durchbesprochen. Und das ist einfach eine tolle Möglichkeit, wie man einfach mehr Zeit, glaube ich, mit den Schülern verbringen kann und nicht vorne stehen muss und frontal unterrichten muss. Das heißt, die Wissensvermittlung ganz klassisch dann zu Hause mit der Wissensüberprüfung über diese Fragen über H5B. Du hast jetzt angesprochen Zeitfaktor. Wie geht man damit um? Vielleicht einen Tipp an andere Lehrerinnen und Lehrer, die sowas einmal ausprobieren wollen. Wie schafft man das, dass man das auch umsetzt? Also ich glaube, am Anfang dauert es lang. Also mein erstes Video habe ich, glaube ich, 6 Stunden, 7 Stunden gebraucht, aber einfach weitermachen und das jetzige Video ist, sage ich mal, in 1-2 Stunden fertig. Also es wird wesentlich besser, man ist dann einfach drinnen, man weiß gewisse Tipps, man muss nicht immer wieder schneiden und so weiter. Also da einfach dranbleiben und dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Bei dem vielfältigen Einsatz von digitalen Tools und Medien in deinem Unterricht stellt sich natürlich auch die Frage nach der mediendidaktischen Konzeption. Wie gehst du da konkret an die Sache heran? Also bei mir ist es so, ich überlege mir einfach vorher ganz genau, was möchte ich den Schülern mitteilen, wenn ich so ein Video jetzt zum Beispiel beginne zu machen und aufzunehmen. Und ich glaube einfach ganz wichtig ist, dass man gewisse Kernthemen einfach herausnimmt und diese dann auch rüberbringt. Und dass das Video halt auf keinen Fall einfach zu lang ist. Also ich habe jetzt gemerkt, eine sehr gute Zeitspanne ist, glaube ich, so zwischen 4 und 8 Minuten. Länger sollte das Video einfach nicht sein. Wenn es dann länger ist, dann sollte man vielleicht sich überlegen, das auf 2 Teile aufzuteilen. Und dann ist es für die Schüler einfach besser. Und was macht man, wenn die Schülerinnen und Schüler das Video zu Hause nicht ansehen? Ist das nicht ein Risiko vom Flipped Classroom? Das ist sicher ein Risiko vom Flipped Classroom, wobei ich glaube, das ist nicht ein sehr großes, weil in der Stunde geht man das Thema von dieser Seite eigentlich nicht mehr durch, sondern man hat die Übungen und die Schüler merken dann nach 1-2 Mal das Video, wenn sie das Video nicht anschauen, dass sie eigentlich im Unterricht nicht teilnehmen können. Und das ist eigentlich in den meisten Fällen wirklich schon Grund genug, dass sie das Video in den nachfolgenden Stunden dann wirklich auch zu Hause anschauen. Jetzt habe ich die Katja Melbinger hier, Informatiklehrerin an der NMS Algersdorf. Wie schauen denn digitale Lernräume bei dir im Unterricht aus? Naja, die schauen unterschiedlich aus, aber ein interessanter Aspekt vielleicht ist, ich verwende in einigen Klassen Classcraft, das ist eine Gamification-Plattform. Kann man sich aber so vorstellen, die Schüler und Schülerinnen spielen jetzt nicht ein Spiel, sondern sie haben Charaktere, die sie entwickeln durch ihr Verhalten im Unterricht. Ja. Das heißt, im Prinzip wird eigentlich mein Unterricht und meine Lernszenarien werden in dieses Rollenspiel eingebettet. Ja. Also ich brauche nicht irgendwas, das Rad neu erfinden, sondern ich mache das, was ich immer mache, aber mit Unterstützung von Classcraft. Und das Interessante für die Schülerinnen und Schüler ist, dass sie haben das Gefühl, sie spielen, auch wenn sie nicht unbedingt jetzt wirklich spielen. Aber ich überlege mir im Vorfeld eben Strategien, welches Verhalten möchte ich belohnen, welches Verhalten möchte ich bestrafen. Und das wird den Schülerinnen ganz klar mitgeteilt über diese Plattform. Und sie wissen ganz genau, für was kann ich jetzt Belohnungspunkte bekommen und wofür werde ich bestraft und wo verliere ich dann meine Lebenspunkte. Und das funktioniert ganz gut. Spannend, das ist dann so ein behavioristischer Ansatz irgendwie, ja, genau. Oder? Ja, und es zielt auch wirklich darauf ab, die Schüler zu motivieren, am Unterrichtsgeschehen mehr teilzunehmen und es eben aus Spaß auch zu machen. Ja? Und was ein weiterer Aspekt ist, sie arbeiten im Team zusammen, das heißt, sie entwickeln da auch soziale Kompetenzen, sie funktionieren nämlich nur im Team. Es gibt in dem Spiel nämlich 3 Charaktere, das ist der Heiler, der Magier und der Krieger. Und es muss in jedem Team, muss jeder Charakter mindestens einmal vorkommen. Und die brauchen sich, weil der Heiler heilt dann seine Teamkameraden, der Krieger beschützt sie. Und die haben unterschiedliche Ausgangswerte. Ja. Also es gibt diese Health Points, die sie verlieren können. Und mancher Charakter hat eben von der Ausgangssituation her höhere Health Points. Und
sie können durch ihr Verhalten eben diese XPs, die Erfahrungspunkte, verdienen und dadurch wieder Kräfte entwickeln und ihren Charakter aufleveln. Ja? Also das ist eigentlich das Spiel daran. Und mit den Action Points, die sie auch noch haben, können sie dann diese Kräfte einsetzen. Und die Kräfte sind aber Kräfte, die sie wirklich im realen Unterricht einsetzen. Zum Beispiel, sie haben das Recht dann, dass sie sich selbst einen Platz aussuchen können oder so. Und letzte Frage, gibt es auch Risiken beim Einsatz von Classcraft? Ja, wenn ich mich zu wenig vorbereite und den Schülern im Vorfeld zu wenig darüber erzähle. Wichtig ist, glaube ich, einmal, dass sie genau verstehen, was bedeuten die einzelnen Charaktere, worauf kommt es an. Und am Anfang sollte vielleicht eher die Richtung Belohnung gehen und weniger der Bestrafungen. Also sie brauchen am Anfang das Erfolgserlebnis, dass sie aufleveln können, dass sie ihren Charakter entwickeln und dann kommt der Spaß am Spiel eigentlich. Und jetzt habe ich Andrea Teckhautz bei mir. Sie unterrichtet IT-Fächer an der Hack Grazbergasse und ist auch Lehrende an der PH Steiermark. Wo kommen denn bei dir im Unterricht digitale Lernumgebungen zum Einsatz? Ja, ich unterrichte an der Hack Grazbachgasse hauptsächlich in IT-Gegenständen. Wir arbeiten sehr viel mit der Microsoft Office-Plattform, Office 365, und dort kommt dann eigentlich für sehr viele Bereiche auch Teamarbeit in Frage. Da arbeiten wir dann auch mit Microsoft Teams als Plattform. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, weil einerseits können die Lehrenden sich miteinander verknüpfen und miteinander arbeiten und andererseits fördert man auch die Schüler, ja, kann Unterlagen digital zur Verfügung stellen, kann kommunizieren und sich austauschen. Das ist eigentlich ganz eine gute Sache, die schön langsam jetzt auch in die Schulen kommt. Also Kollaboration und Kooperation wird da groß geschrieben. Wie steht es mit der Vorbereitung auf so eine Lernumgebung? Was muss man da beachten als Lehrperson? Ja, man muss sich einmal selber mit dieser Lernumgebung auseinandersetzen. Man darf keine Angst haben, einmal selber ausprobieren. Und natürlich, wenn man da mit den Schülern anfängt zu arbeiten, passieren dann oft unvorhergesehene Dinge, weil die Schüler ja auch, für die ist das auch ganz neu, wenn sie dann zum Beispiel gemeinsam an einem Dokument live arbeiten. Ja, da sind dann immer wieder ganz lustige Situationen und man lernt immer mit. Ja, man muss relativ offen sein. Ja. Und diese Plattformen verändern sich ja auch laufend. Das heißt, dann kann schon einmal passieren, dass etwas Neues drinnen ist, das man beim letzten Mal noch nicht gehabt hat. Also da muss man ein bisschen neugierig auch sein. Ja. Und am Ball bleiben wahrscheinlich. Mhm. Gibt es dann auch Risiken im Einsatz oder Dinge, wo du erst in der Praxis draufgekommen bist, das hat jetzt leider nicht so funktioniert? Ja, manchmal ist an Schulen nicht alles freigeschalten für Schüler. Ja, das sind ganz unterschiedliche Sachen. Das funktioniert dann zu Hause und funktioniert dann in der Schule nicht. Das kann eben passieren. Man muss auch, wenn man mit solchen Plattformen arbeitet, die Schüler aktiv unterstützen. Man darf das nicht so sehen, dass das jetzt den Lehrer ersetzt. Ja, das, vor dem haben viele Lehrende Angst. Diese Plattform ersetzt mich jetzt als Lehrender. Man ist dann eben dazu da, unterstützend da zu sein, beratend da zu sein und als Trainer. Also die Umgebung, das Tool sozusagen, macht ja noch nicht die Methode. Ja. Für welche Methoden, Lernmethoden, eignet sich denn jetzt dann der Einsatz von Teams? Ich verwende es hauptsächlich zur Erarbeitung von neuen Themen. Ja, man kann es auch ganz toll mit der Methode Flipped Classroom kombinieren, dass die Schüler eben einmal zu Hause etwas sich vorbereiten und man dann in der Schule weiterarbeitet. Im Prinzip kann man es auch, ja, im Team Gruppenarbeit machen. Also sind fast alle Methoden sind offen damit, ja. Und welche Tipps hättest du jetzt für angehende Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie sich da vielleicht noch nicht drüber trauen? Ich glaube fast, unsere angehenden Lehrer tun sich da fast leichter, als wir uns getan haben. Einfach ausprobieren, auch in der Schule drauf pochen, wenn die Möglichkeiten sind da, dass man es wirklich nutzt, dass man es auch einmal mit Kollegen ausprobiert und Kolleginnen. Weil wenn man dann gemeinsam daran arbeitet, wird es einfach lustiger auch. Ja.